Es hat auch sonst viel funktioniert und es ist vieles gegangen. Es ist sogar geglückt, die vielen Aspekte dieser Konferenz zeichnerisch zu fassen. Ich danke Julian Kücklich, der diese Zeichnung gleich noch vorstellen wird. Und ich danke auch Manuel Kinzer, Philipp Weber und Marc Tümmler, das alles hier auf Video mitgeschnitten zu haben und gleich einen kurzen Zusammenschnitt zu fertigen, die Sie neben der Konferenz schon fertiggestellt haben. Bevor ich jetzt ende, wieder, es geht eine solche Konferenz, einen solchen breiten Diskurs zu führen und das nur, weil Sie alle hier sind und weil Sie sich alle darin einbringen. Es ist wirklich so, eine Konferenz ist nicht so gut wie Ihre Teilnehmer, es ist immer nur so gut wie Ihre Teilnehmer und ich finde, dass Sie diese Konferenz zu einer gelungenen Konferenz gemacht haben. Dazu haben viele beigetragen, so viele, dass ich es nicht schaffen werde, sie alle aufzuzählen. Ich möchte einige nennen und entschuldige mich gleich bei denen, die ich vergesse. Zunächst einmal ist diese Konferenz möglich gewesen durch die Partner. Stellvertretend für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz möchte ich Frau Hagedorn-Saup und Frank von Hagel nennen, für die Deutsche Digitale Bibliothek Astrid Müller und Frank Frischmuth, für die Servicestelle Digitalisierung Beate Rusch und Anja Müller, für das Internet- und Gesellschaftscollaborative Sebastian Hasselbeck, für iRights Info Till Kreuzer, für das Jüdische Museum Miriam Wenzel, für das Museum für Naturkunde Herrn Vogel und Herrn Mallison, für das Haus der Geschichte Dietmar Preisler, der zum Flieger musste, sowie auch Stefanie Lauke, die eben dieses Panel zum audiovisuellen Erbe auch für das Netzwerk Mediatheken gestaltet hat, für die Ob Dolich Foundation Helena Hahn, für die Historischen Museen Hamburg Boris von Notz und schließlich für Wikimedia Deutschland Jan Engelmann, Barbara Fischer und Lilly Iljew. Danke auch an Verena Metze-Mangold für die Schirmherrschaft der UNESCO. Ein besonderer Dank auch an die Sponsoren, insbesondere an Helena Lersch von Google und an Ralf Giebel von EMC sowie an Zollschill und MakeTV. Tobias Schwarz hat Social Media betreut. Und dann kommt das Organisationsteam, was so groß ist, dass ich sie gar nicht alle auflegen kann. Es sind eigentlich jetzt alle gemeint, die einen bunten Schal tragen. Das ist vor allen Dingen Laura Micarelli, Jana Mehr, Daniel Hackbusch, Hans-Georg Schöner hat Fotos gemacht, hier vor Ort waren es Herrn Rottenburg, Frau Dr. Felix, Herr Burschke, Herr Schlüter, Herr Kaiser sowie Stefan Gross von JoyTV, die dafür gesorgt haben, dass alles auch technisch funktioniert, auch Tom. Ich möchte den Caterern danken. Gute Gespräche, ein guter Diskurs braucht ganz direkt eine gute Grundlage. Danke an Busy Bee, an Cum Laude für das gute Essen und an Konyabuna für den wirklich hervorragenden Kaffee. Vor allem aber möchte ich bei Pamela Kätner bedanken. Bei ihr liefen die Fäden zusammen. Ihrer Koordination verdanken wir, dass heute alles so gut geklappt hat. Es geht doch. Danke, dass Sie dazu beigetragen haben. Und jetzt bin ich gespannt auf die Zeichnung und was uns Julian dazu sagen wird. Bist du soweit? Ja. Danke. Also ich trete mal von hinter der Bühne auf. Weil ich ja normalerweise auch hinter der Bühne tätig bin. Ich werde jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu den Zeichnungen sagen, weil die Zeichnungen sprechen ja für sich selbst. Was ich sagen kann, ist, dass die Konferenz
dass es ein großes Vergnügen war, die Konferenz als Graphic Recorder zu begleiten, weil ich glaube, ja, die Möglichkeiten des Graphic Recording und die Kraft des Graphic Recording geht einfach davon aus, dass man in so einem Wandbild sehr viele unterschiedliche Gesichtspunkte, sehr viele unterschiedliche Perspektiven unterbringen kann und Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede herausarbeiten kann. Klar ist natürlich auch, dass das immer auch Interpretationsarbeit ist. Also wenn Sie sich die Zeichnungen ansehen, dann werden Sie sehen, dass ich manche Aspekte stärker betont habe, als sie vielleicht aufgetaucht sind und manche Aspekte vielleicht nicht so deutlich herausgearbeitet habe. Aber ich denke, das schließt ja auch daran an, was wir beispielsweise von William Petrie gehört haben, dass Kultur und kulturelle Produktion und kulturelle Rezeption natürlich immer ein Dialog ist und ein dialogisches Verfahren. Also nehmen Sie bitte gerne auch Anstoß daran, was ich gezeichnet habe. Und sagen Sie mir, wenn ich Gesichtspunkte, die Ihnen wichtig sind, nicht berücksichtigt habe. Also für mich ist das ja auch immer ein Lernprozess. Was für mich sehr schön war, war, als gerade die E-Mail von Chaim Gärtner vorgelesen wurde, dass dort von den Puzzlestücken der jüdischen Geschichte und der jüdischen Kultur gesprochen wurde, von den Bausteinen, die wieder zusammengesetzt werden. Anscheinend hat Chaim Gärtner mir diese Botschaft schon telepathisch vermittelt, weil die ist ja quasi hier mit dieser Menorah, die sich in einzelne Stücke auflöst oder eben aus einzelnen Stücken wieder zusammengesetzt wird, schon in dem Bild aufgetaucht. Und das fand ich sehr schön, dass sich dieser Kreis auf diese Art und Weise geschlossen hat. Der heutige Nachmittag oder der zweite Teil des Vormittags und der Nachmittag waren im positiven Sinne eine Herausforderung für mich. Also es waren teilweise sehr, sehr technische Inhalte, die hier auf Papier gebracht werden mussten und teilweise habe ich auch damit gekämpft, die richtige Darstellungsform zu finden. Sie sehen auch, dass es bei den rechtlichen Rahmenbedingungen schon sehr textlastig wird und die Bilder immer kleiner werden. Also man merkt schon, dass die Rechtswissenschaft und die Praxis des Rechts die bildgebenden Verfahren vielleicht noch nicht in dem Ausmaß nutzt, wie es möglich wäre und immer noch sehr stark in der Sprache und im Text verankert ist. Aber es war natürlich für mich als ehemaligen Medienwissenschaftler, der sich unter anderem eben auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für Medienproduktion und Medienrezeption auseinandergesetzt hat, sehr spannend zu hören, was es da für unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gab. Vielen Dank an alle Vortragenden, vielen Dank an alle Zuhörer und Zuseher und alle, die mir Feedback gegeben haben. Es war ein Vergnügen, für Sie zu zeichnen. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Julian Küblich und möchte nur darauf hinweisen, dass wir durchaus auch die Musealisierung unseres Diskurses betreiben. Die Zeichnungen von ihm werden in die Sammlung des Hauses der Geschichte aufgenommen, wie mir Dietmar Preisler gerade versichert hat. Jetzt kommt eine Videozusammenstellung. Marc Tümmler, ist er?
Die Digitalisierung des kulturellen Erbes ist möglich und sie ist in vielen Stellen schon Wirklichkeit. Es sind die großen Projekte außerhalb Deutschlands, in Norwegen, in Holland, in den USA, die uns zeigen, welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. Und es sind die vielen innovativen Projekte in Deutschland, die zeigen, was auch hier schon möglich ist. I think as a national library, we are expecting to keep all of the cultural heritage to save it for the future and future use. So, I mean, this is a platform for every kind of digitization or reuse of this material. So I think the National Libraries has a core role to play in this field. Das jüdische Kulturgut wurde in den Jahren 1933 bis 1945 systematisch geraubt und zerstört. Es ist heute weltweit zerstreut und die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, es wieder einzusammeln und online zugänglich zu machen. Der Exkurs Wissen, Sprache, Digital hat gezeigt, dass es neben dem technischen Aspekt vor allem darum geht, die Kulturgüter sehr gut und sehr genau zu beschreiben. Wissenssystematisierung und Standardisierung spielen eine herausragende Rolle, wenn es darum geht, Kulturgüter dauerhaft verfügbar zu machen. Auf der einen Seite die internationalen Projekte außerhalb von Deutschlands anschauen zur Digitalisierung und Zugänglichmachung des audiovisuellen Erbes, ist ganz klar, dass Kooperation, Zusammenarbeit sehr viel mehr erreichen, als wenn jedes Archiv für sich versucht, das Erbe zugänglich zu machen. The greatest destiny of an archives or of a cultural heritage collection is to be consumed, to be reused, to become infrastructure, to become something like the air that the public takes for granted. We've talked a lot during this conference about the initiatives that are being made in Europe, and many of them are quite impressive. But I want to come back in 20 years and see which ones of them really happened and which ones are castles in the air. Thank you.